Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei einem neuen kleinen CSGO Gambling Video. Das Ganze ist ab 18 Jahre oder älter. Herzlich willkommen zurück auf Panda Skins, die Seite, die das unglaublich hässlichste Design hat, was ich je in meinem Menschendasein gesehen habe. Aber naja, ihr scheint es ja zu mögen. Also, jedenfalls, vielleicht die Spielmodi oder so. Cooles Datenstück könnt ihr ja eingeben. 725 coole Leute haben schon gemacht. Dankeschön. Also don't get me wrong, ne? Wenn ich Panda-Skins nicht mögen würde, so gar nicht, dann würde ich natürlich auch nicht mit denen zusammenarbeiten. Aber so, also die UI und so, also generell so das Aussehen, könnten sie über Zeit mal so ein bisschen anpassen, oder? Just saying. Ich bin es leid, das die ganze Zeit zu sehen, täglich quasi. Aber so ist das nun mal. Man gewöhnt sich sehr schnell an solche Sachen und dann will man Abwechslung. $968 ist eine Menge Abwechslung und wir werden heute schon wieder die beste Case hier aufmachen, die es gibt, denn es gibt nur eine Case, die wir aufmachen und das ist die Panda Case. So. Was wir mit den Skins machen, weiß ich noch nicht genau. Vielleicht, also wenn Second Chance gerade mal so ein bisschen irgendwie Bock hat, dann würden wir vielleicht ein paar mal resignen und mal gucken, wie weit wir kommen. Denn das Ding ist ja, uns fehlen noch die Banger Items hier mal wieder. Ne? Wir haben schon echt viele Cases wieder aufgemacht, ohne die Banger Items zu bekommen. Und ich würde sagen, es ist an der Zeit. Das war ein Huni Minus. Das ist nicht so gut. Beziehungsweise, vielleicht grinden wir für die Apple. Für die richtig, richtig, richtig krasse Apple Case. Könnten wir theoretisch machen, wenn wir dann hier eine Zeitung überleben. Also hier drauf zu kommen, wäre natürlich insane, aber ich glaube nicht, dass es macht. Nee, nee. Keine. Nice Profit. Okay. Aber Second Chance, so come on. Ne? Also so, wir haben 8-9% oder so drauf. Das wäre doch was. Oh, das wäre was. Double Drop. Oha. 302er-Ticket haben wir erreicht. Das 302er-Ticket. Die Fire Serpent war sogar schlechter. Ein 302er-Ticket. Ach, das kommt danach. Ne, bis 266, ja. Damn. Imagine das im Double Drop. Wir haben jetzt $1400. Ja, ich meine, die Apples, die pushen, ne? Komm, okay, lass uns das mal machen. Wir brauchen halt eine gewisse Winning Streak. Also wenn du stehen bleibst, wäre nice, wenn du rüber gehst. Auch, oh, wir haben dreimal das Flipknife hier, der geht rüber. Ja, okay. Aber hier ist alles Gold. Double Drop noch zusätzlich, komm! 1100, das ist gar nicht so gut, wie ich dachte. Es ist $50 Profit. Ich meine, für 10 Cases ist es wahrscheinlich sogar sehr gut. Dadurch, dass wir kein Banger-Item hatten, sondern alle quasi Money-Back waren. Ohne Double Drop. Oh, oh. Geh rüber. Please, geh zu Medusa. Das ist ein schlechter Roll. Das Gartner-Floor sieht gut aus. 294, das saved uns. 1070 Profit again! Okay. Wir sind bei 21.000 Apples. Das ist ein weiter Weg dahin, ne? Vielleicht sollten wir mal Quick Opening machen. So Sneaky Beaky, so eine Dragon Lore, die hier nicht drin ist. Ich meine Sneaky Beaky, so eine Medusa natürlich. Okay. 231er. Oh, da haben wir ein bisschen Minus, aber egal. Komm, Quick! Quick again. Okay, Quick bringt mir gerade nicht so viel Glück. Komm, einmal Quick können wir noch. Come on! Der wird es! Ich wusste es doch! Ich wusste es doch! Ich hab's doch gewusst, ja? $2100 und jetzt fangen wir nämlich an, Items zu behalten. Alles über 200 behalten wir jetzt auf jeden Fall schon mal. So, wir haben auf jeden Fall safe 1400. Okay? Let's get it. Try again. Wir haben jetzt noch 769. Perfect. Okay, wir machen wieder normal auf. Wir machen wieder normal auf. Alles entspannt, alles entspannt. Stresslich! Und zusätzlich haben wir noch 38. Okay, 50.000 Apples. 100.000, da kommen wir jetzt nicht mehr hin, weil ich nicht verkaufen will. Okay.
Double drop me, double drop, please. Manchmal sind wir super lucky und manchmal sind wir super unlucky. Okay, ist alles unter 200. Ja, 200 ist auch selten, ne? Kriegen meistens so Money back. Aber dann kommen wir immerhin zu den 50.000 Apples. Höchstwahrscheinlich. Hm, noch eine. No, das ist ein schlechter Roll. Ja, das ist... Oh mein Gott, das könnte unser Ende sein. 303. Oh. Okay. Ich meine, wir müssen halt... Also zu den 50.000 Apples will ich halt auf jeden Fall. Wir kriegen... Oh. Close zu dem FN. 640. Nice, wir sind back. Damn. Ich wollte es eigentlich nicht verkaufen. I know, but... Good. So, okay, we back. 47.000. Oh. 49, okay, der letzte Klick. Ah, das ist schade. Wenn hier ein 200-Dollar-Item, das war jetzt auch ein RIP. Wenn hier ein... Oh, das hätte ich nicht verkaufen sollen. Das hätte ich nicht verkaufen sollen. Come on. Okay, okay. Okay. Wir sellen das jetzt aber zurück. So, wir haben jetzt safe. Lass mich kurz gucken. Hier, die Items haben wir safe. 1177 Dollar, AWP Gangnir. Wir haben die Driver Gloves. Wir haben Flipmap Autotronic und nochmal Driver Gloves. Das sind alleine 700 Dollar plus die 1,2 knapp. Ja, also sind knapp bei 1,850 oder so. Aber jetzt kommen wir zu dem Banger-Ding. Und zwar haben wir noch die zweitgrößte Case. Wir haben die Möglichkeit, hier insane Items zu ziehen. Ich habe keine Ahnung. Wir gucken mal. 50.000 Apples down the drain. Bad, bad. Das wäre decent. Und das wäre nice. Boah, come on. Und gib mir immer in die Unitaji. Boah, nö. Ja gut, ja. Mann, jetzt bin ich sad. Ich war hyped. Ich war hyped. Wir haben noch 165. Ich sammle noch ein paar Apples so. Ah, das reicht nicht mehr ganz. 92. Oh, das ist sad. Das ist richtig sad. Oh. Okay. We got it. Vielleicht hätte ich es behalten sollen, ganz ehrlich. Aber wir kriegen jetzt die Medusa. Close. Jetzt haben wir noch 102. Upp. Naja, wir behalten es. Was soll's. Wir haben noch 7000 Apple. Dass es keine 5000 Apple Case gibt, ne? Fällt mir mal auf. Zack. Zack. Und zack. Und wo stehen wir? 1939 Dollar und 73 Cent. Fast 2000 Dollar Cash Out. Das Ganze via PayPal. We done. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gern ein Like da, würde mich sehr freuen. Ansonsten, der Kurs Dadosch. Vergehen mit eurer Hardware-Dienste, Geld aber nicht, ne? Tschüss.